Ja. Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 weiterhin mit Ultra. Ja. Ultra Jan. Ja. Ich habe gehört, du hast eine Taschenmuschi zu Hause. Nein. Weißt du, wahrscheinlich alle so gewartet. Was sagt er jetzt? Was sagt er jetzt? Oh, du bist bei 80%. Vorglühen, losfahren und Gas. Oh, nicht Rückwärtsgang. Ich komme. Du nimmst ja gar nicht volle Schnittbreite. Hey, ich fahre jetzt mal einmal ganz schön sauber und dann Bastard. Oh. Da fehlt so ein Millimeter, Alter. Aber oder hier, hä? 98. Ja, bleib in Laden. Bleib so stehen. Ich hänge in dir drin, so halb. Siehst du? Oh. Das mal wieder unten. Ja, jetzt geht's nicht mehr. So eine Scheiße. Du musst so ein Stück rückwärts fahren. Ja, sonst geht's nicht. Ja, die anderen die anderen Mähdrescher müsst ihr euch halt vorstellen, Leute, die haben das Zehnfache an Rohr, kann man sagen, da vorne dran. Also an der Seite. Ja. So, wo bringe ich den Scheiß jetzt hin? Bringe ich es weg? Weil wir bräuchten schon wieder ein bisschen Geld. Wo haben wir das denn immer hingefahren? Gartencenter. Ist ja gleich hier vorne. Ja. Dann fahre ich zum Gartencenter und bringe das da hin, Ultra. Weil wir haben 56.000, also wenn wir... Ach nein, ab zum Hof mit dem Scheiß, ey. Nachher kriegen wir ein Maisangebot und dann haben wir hier die Kacke am Brennen. Mit Sicherheit nicht. Ja, beim nächsten Mal, Jan, sind wir auf jeden Fall beim Kartoffelnernten. Ne, bei Rübenernten haben wir gesagt. Ja. Rübenernten ist dann endlich dran. Alter, aber wo sind jetzt die Folgen geblieben? Also die Zeit schon wieder. Das ist echt der Wahnsinn gewesen. Ja. Ja, 4 Uhr haben wir wieder. Ja. Oh, bei dir bellt ein Hund. Ja, ist meiner. Echt? Ja. Sag ihm ja so die Schnauze halten. Halt die Fresse, Kackköter. Kackköter. Nein. Nee, ist ganz lieb und knuffig. Ganz lieb und knuffig. Das Fenster auf ist draußen. Na, ah, hier schön unseren Silo vollklatschen. Haben wir denn schon ein bisschen was drin im Lager jetzt nächstes Mal? 34.000 Weizen. Körnermais schon 184.000. Okay. 184.000. Ja. Hui. Ja, dasselbe habe ich mir auch gerade gedacht. Aber gut. Ja, machen wir bis 200 voll und dann den Rest wegbringen. Ja, ich kipp jetzt den Rest da jetzt rein. Ist doch jetzt Hose wie Jacke wie Hose. Ja. Da kommt es dann auch nicht drauf an. Vielleicht kriegen wir als nächstes vielleicht Körnermaisangebot. Das wäre ja mal toll. Und auf den anderen Feldern ist ja alles vertreten. Also eigentlich, wenn wir auf der anderen Seite anfangen, wieder neu zu ernten, außer Kartoffeln haben wir dann nicht. Nur ja. Zuckerrüben. Ja, ich bin gleich voll. Ich bin schon auf dem Weg, guck mal nach rechts. Oh, ich bin voll. Fahr dein Pimmel aus. Boah, leck, leck. Festbeleuchtung. Testbeleuchtung, alles an. Muss alles anmachen. Sehr schön, ne? Ja. Sieht schick aus. Alter, wie viel da drin ist schon wieder. Irgendein Spinner grillt hier. Ohne mich. Deine Eltern wahrscheinlich. Und sagen dir nicht Bescheid. Weißt du, so richtig am Essen und sag den Jan nicht. Papi, nicht den Jan sagen. Okay, Mami, machen wir. Dann wär's, ey, dann. Dann zieh ich aus, ey. Dann zieh ich aus, ey. Oh, verschiebt.
Alter, was du in zwei Schnitten da. Die Sämaschine war an dem Mähdrescher dran. Ja. Dann macht es auch Laune, Leute. Also ihr seht jetzt auch mal, was wirklich so ein großes Mähwerk wirklich erreicht in dem Sinne. Wenn man hier nachher die großen Geräte hat. Jan hat es ja jetzt auch schon erlebt, wie es wirklich ist. Wenn es richtig abgeht, dann macht das richtig Laune und dann geht das auch viel, viel schneller. Ich hoffe ja, dass wir wirklich durch dieses mit zwei Leuten da jetzt viel schneller zu kommen. Und dass man auch viel schneller ans Geld einfach kommt. Ja, man sieht ja jetzt Made Jan zum Beispiel Mais. Ich sehe hier selber, dadurch sparen wir natürlich schon Geld, Leute. Ist nicht viel, weil wir einen Teil auch mit dem Gehilfen wieder gemacht haben. Aber andere Aufgaben mussten ja auch erstmal gemacht werden. Wieder 40% voll. Das ist krank. Einfach mal abwarten. Ah, das ist ja auch jetzt. Ist ja nur geliehen, das Ding. Ja. Das kannst du dann einfach wieder auf den Hof stellen. Und das wird dann, verschwindet dann einfach. Was ich auch cool finde, dass wir sagen können, okay, ich sag jetzt mal wie Maismäher oder wenn du dir den so geliehen hast, ne? Mhm. Dann kannst du auch sagen, hier, komm. Ich möchte gerne verlängern. Also du könntest jetzt das auch nochmal verlängern. Okay. Also das ist auch möglich. Finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir immer wieder zu Jan fahren. Lass am besten dein Rohr gleich ausgefahren, Jan. Ist außen. Na, ich stelle mich jetzt so schräg vor dir. Müsste das eigentlich, wenn du jetzt gleich so rückwärts fährst, klappen, so. Genau so. Und jetzt rückwärts. Genau. Kann ich nämlich weiter sehen. Also voll ist der Hänger noch nicht, ne? Nö. Kannst auch unten an deiner grünen Anzeige sein. Ja, 35%. Alles klar. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, Let's Cook hatte schon recht, dass dieses Feld zu groß war. Vom Prinzip. Aber vom anderen Prinzip muss ich ja auch das ungefähr die Größe wieder kaufen, die wir in der alten Welt hatten. Das war ja halt so abgesprochen. Aber mit dem Leihprinzip ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Ja. Überleg mal, wenn du jetzt gleich das Ding, das große Ding davor gehabt hättest. Oder, ja gut, das Mähwerk wollen wir ja gleich eh kaufen, ne? Das haben wir ja gesagt. Beim nächsten Mal. Also das kaufen wir dann ja, Leute. Das wird dann ja nicht geliehen. Sondern das kaufen wir dann gleich. Dann brauchen wir nämlich viel weniger, beim nächsten Mal ausgeben, wenn wir den Mähdrescher vielleicht kaufen oder auch leihen, ja, wenn wir uns einen großen Mähdrescher leihen und wir sagen, ey, wisst ihr was, den kleinen Scheißding wollen wir jetzt nicht fahren, wir wollen uns lieber einen großen Mähdrescher leihen, dann brauchen wir auch nur den Mähdrescher uns leihen und das, weil wir das Mähwerk ja schon haben. Das sind alles so, ja, so Kleinigkeiten, die wirklich absolut cool sind. Und ich finde auch einfach, man hat viel, viel mehr Möglichkeiten mit diesem, mit dem Leihen. Man kann auch mal ein Fahrzeug ausprobieren, was, ob das gut ist, kann man das benutzen oder ist der scheiße. Zum Beispiel, wir wissen halt, dass die Kettenfahrzeuge finde ich persönlich scheiße in LS, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben auf den Standard-Maps überhaupt gar keinen richtigen Sinn. Auf dieser Almgauer Alpen jetzt hier, ja, da könnte man schon sagen, ja, Kettenfahrzeug ist schon gar nicht so schlecht, aber solche dollen Berge sind jetzt hier auch nicht. Boah, ich muss schon wieder zu dir kommen. Ja.
Mir kommt das vor, als wenn wir mehr Zeit zum Abfüllen verschwenden, als wir fahren. Oh, ich knall gerade den Berg runter, ich beschleunige jetzt. Lichtgeschwindigkeit 42. Einmal so ein Pissding hier, ey. Was übrig bleibt. Ja. Ja, dann Vater, nehme ich jetzt ganz kurz was auf von mir und dann fährst du durch. So, jetzt einmal ganz kurz hier entladen. Ah, warte. Was weiß ich, machst du jetzt 10% raus. Das reicht dann, ja? So. So, jetzt fahre ich weg. So, und jetzt mähst du erstmal den Rest weg. Und dann sollte das eigentlich klappen. Dann hast du wenigstens nach oben hin auch viel mehr Platz. Ja. Du musst das Rohr ausgefahren lassen. Ja. Das ist ein kleiner Nachteil jetzt, ne, mit dem kurzen Rohr. Ja, aber passt. Mich stört das gar nicht. Ja. Man hat ein bisschen mehr Action. So, da waren wir jetzt nach. Okay, hab man gehört. Echt? Ja. Okay. Brauch Kaffee. Prost. Hol dir weg. Nö, hab ich hier. Achso. Ich Videos machen, ohne Kaffee am Schreibtisch. Ja, das wäre... Boah. Wenn du das mal schaffen würdest, du. Boah. Ne. Kaffee ist ein Ernährungsgegenstand. Gegenstand. Haben Sie Durst und haben Sie Hunger, dann trinken Sie Kaffee. Hä? Versteht keiner, ne? Gut so. Nein. Ja, gut, es gibt Menschen, die trinken ja nichts anderes, ne? Ich habe ja hier genauso mein Wasser, mein Sprudel. Ich habe ja alles genauso hier neben meinem Schreibtisch stehen wie den Kaffee auch. Also ich trinke immer dieses, warte, Multivitaminsaft. Echt? Ja. Boah, Alter, da krieg ich. Ich hab 20 Dinger von rumstellen. Boah, wenn ich den nur saufe, Alter, habe ich Pickeln in der Fresse und sehe aus, wie als wenn ich noch mal in die Pubertät kommen würde. Mal kann ich den trinken, ja. Ich kann aber auch nicht nur Apfelsaft oder sowas trinken, Alter. Dann sehe ich aus wie ein Stroll. Apfelsaft geht gar nicht, dann pisse ich aus dem Arschloch. Ist dann so flüssig, dann kommt mir das vor, als ob ich daraus so richtig pisse, so pssst. Ja, das ist halt, das treibt, ne? Ja. Nichts für mich, nein, danke. Auch nicht mit Wasser verdünnt oder so. Boah, jetzt haben die Leute Kopfkino hier, ey. Weil du Flitzekacke kriegst vom Apfelsaft, Alter. Oh, das ist so geschissen, das Klo am Ende. Ui, ui, ui. Oh, Ultra! Na, Spaß. Also jetzt sieht's aber ekelig, ey. Jetzt wirklich, ey. Boah, bist du ekelig. Ja, du bist ja so ekelig. Kommst du bis zum Ende? Ja. Weil ich sehe nämlich gerade nur die Sämaschinenstand von 7,9% hat die. Das gute Plug-in muss jetzt umspringen. 99,6%. Alter Schwede, hast du einen Lack. Leise. Ja, genau so. So sollte ich das immer machen. Ja. Kann ich schon wegbringen, das Ding. Ich will den nicht ganz voll machen, weil ich hab dann die Para, dass das gute Fahrzeug nicht mehr fährt. Normalerweise hätten wir die Zeit auf Echtzeit machen müssen, aber wir werden ja wohl in 24 Stunden da das Ding auch gemäht bekommen. Ja. So viel ist das gar nicht mehr. Nee, das ist 3-4 mal hin und dann... Genau. Wollte ich gerade sagen, dann solltest du eigentlich fertig sein. Oh, noch 20%. Ach, 20 Sachen. So.
Da hinten ist der Hof. Na, ab damit ins Lager. Ich weiß, Leute, da gehen noch 20% rein. Aber dann geht der Deutz ganz schön in die Knie, der Kleine. Also, nicht ganz voll machen. Dann reicht das schon. Sonst haben wir auch kein Maisfeld mehr oder so, ne? Ne. Ne, haben wir diesmal auch nicht gesät. Wir haben Kartoffeln, Weizen, Rüben, Weizen, Gerste und Raps gesät. Oh, die müssen unbedingt so... Halt die Schnauze, Mann. Die müssen so langsam, müssen sie mal zusehen, ey, dass sie das Schlittern wegbekommen in LS. Das ist das Einzige, was stört. Und dann so ein Schlittern, dass du, auch wenn du bremst oder versuchst, das Fahrzeug dann unter Kontrolle zu bekommen, unmöglich ist. Dann wird es noch schlimmer. Ja, dann wird es noch schlimmer. Ja, jetzt können wir noch mal hier die tolle Luke zeigen da unten. Da hingehen. Shift Q war das. Zack, umgeschaltet und jetzt geht da die Luke auf und da läuft das raus. Was leider ja nicht so toll animiert wird. Schade eigentlich. Wahrscheinlich, weil die Hänger normalerweise das da nicht darstellen oder so. Oh, das Abladen dauert da aber drüber ganze Ecke länger. Und da von oben haben wir auch ein Loch. Cool. Seht ihr? Und da sieht man sogar, dass das runterläuft. Ah, nach unten. Ich bin voll. Ja, ich komme ja. Ich gebe schon Vollgas. Bist du oben oder bist du unten? Ich bin oben. Oben. Hast du bis zum Ende gekommen? Nee, ne? Wieder so ein Pistigen übrig geblieben. Wir geben Vollgas, wir fahren Vollgas über Stock und Stein. Glaubu hat einen an der Mermel, ja, da stehen wir drauf. Oh, jetzt habe ich wieder A festgehalten, ja, das ist scheiß mechanische Tastatur. Echt? Ja, weil du halt nur ganz leicht den Finger drauflegen brauchst. Oh, würde ich nicht mit klarkommen. Rohr raus. Hast du doch gesehen, wie schnell man dich mit der mechanischen Tastatur abzieht. Haha! Da gewöhnt man sich dran. Ist nur eine Gewohnheitssache. Meiner Meinung nach, fahr mal weiter. Dass du aufs andere Ende wegs bis zum Ende kommst. Nur stehen bleiben. So. Wir sagen wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Landwirtschaftssimulator 2015. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss.